So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show zum 24-Stunden-Marathon. Jetzt mit, immer noch mit GTA. Minecraft. Luftsynthesizer. So, als ob der epileptische Anfälle hätte. Ja. Da oder was? Unten da, da ist doch irgendwas mit Monster Truck. Nee, wie gesagt, also diesen Moment gab es, der war so zwischen 3 und 4 Uhr gab es diesen Moment, wo ich auch, wo ich so ein bisschen die Gedanken hatte, ach komm, ey, boah, ich stehe kurz davor, so, ja, ich wurde auch, ja, einen wunderschönen guten Morgen, jetzt trudeln, ich sag ja, jetzt trudeln sie so langsam alle wieder ein, um zu gucken. Zu dem Zeitpunkt konnten wir auch nicht mehr. Ja, das ist wie gesagt dieser tote Punkt, wenn du den einmal hast und das ist wie gesagt, ja, das ist nicht schön. Aber wir haben ihn überwunden und jetzt geht's natürlich weiter. So, wir machen ein paar Missionen hier zusammen. Momentan ist es auch sehr, sehr ruhig in der Lobby. Du hast durchgehalten, super, natürlich. Es gab nur ganz kurz die Stream-Unterbrechung, aber es hat funktioniert. Ich habe sofort das Spiel, also ich hatte den Stream beendet mit Resident Evil und habe dann und habe dann quasi umgebaut, die Kamera wieder auf den Fernseher drauf, habe mein Headset angeschlossen, hier mein USB-Headset, damit es ja nicht kratzt da im Dings. Im Stream und wieso hat er jetzt einen Fallschirm an? Okay. Und ja, hab dann einfach gestartet. Das war vielleicht 10 Minuten Pause und dann ging es weiter. Ja. Spielst du irgendwann mal im Stream Minecraft? Ja, mache ich auch mal. Ich kann mal überlegen, dass ich mal wieder Minecraft spiele. Vielleicht ein bisschen Überlebensmodus. Hast du bereit gedrückt? Du hast keinen bereit gedrückt. Schäm dich. Also. Was hast du alle schon gespielt? 10 Stunden Resident Evil. Nach 10 Stunden war Resident Evil durchgespielt. Dann habe ich GTA geswitcht. Ich spiele jetzt GTA. Ihr seht es oben seit circa 2,5 Stunden. Ja? GTA Online. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Als nächstes, ja, Outlast oder vielleicht sogar Alien. Müssen wir mal gucken. Beide hatten dieselbe doofe Idee. Beide hatten dieselbe. Aua! Auf zu schubsen! Ah, sag mal. Alter! Ich schub's auch mal! Schubser! Huch! Wo bist denn du? Immer diese Socke auf dem Kopf. Einfach der Hammer, ja. Riech mal an meiner Socke, kann ich sagen. Nicht schubsen! Ja. Nee, wie gesagt, also es kommt ja noch, wie gesagt, Alien, denke ich mal, dass ich noch Alien spielen werde oder Outlast. Outlast auf jeden Fall ganz wichtig. Outlast Speedrun. Uah. Ich hoffe, ich bin dafür noch konzentriert genug, dass ich Outlast überhaupt schaffe im Speedrun. Uah. Okay. Ja. Also sonst kommst du in die falsche Richtung. Was? Ich warte hier mal auf dich. Ich glaube. Ah, da kommst du ja schon. Yay! Huch. Uah. Uah. Huch. Scheiße. Fuck. Das sah auch gut aus. Scheiße, fuck. Hilfe! Ah, ich komm schon wieder. Wie lange dauert Outlast im Speedrun?
Hauptspiel brauche ich, glaube ich, 1 Stunde, 20 Minuten. Und DLC, glaube ich, brauche ich auch so im Schnitt knapp 1 Stunde, also 2 Stunden, glaube ich. Also 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wenn ich Fehler mache, natürlich länger. Das kommt immer drauf an, wie. Weil die Konzentration habe ich dafür vielleicht jetzt auch schon nicht mehr. Uah, Na toll. Ja, danke. Ja, zoom. Ich kann auch hupen. Wow. Ach du Scheiße. Ich begatte gerade den Baum. Ich fahre dir auch noch hinterher. Das gibt's doch nicht. Uah. Wow. Ja, mein Checkpoint, mein Checkpoint, mein Checkpoint, mein Checkpoint. Guten Morgen, Anakin. Hallöchen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Immer noch zum Marathon. Ich habe ein wenig die Position gewechselt. Ihr habt kein Spiel verpasst, außer halt Resident Evil das Ende. Für die, die jetzt gerade vielleicht aufgestanden sind. Resident Evil haben wir durchgespielt nach 10 Stunden. Ja, und ich spiele jetzt seit knapp, wie gesagt, 2,5 Stunden. GTA Online. Ja, ich habe Kaffee schon intus. Ich habe schon was, ja, fröhlich gegessen. Und, Alter, wo ist der Checkpoint? Ich finde Checkpoint. Ach, da oben. Oh Gott, was ist das denn für ein Rennen, bitte? Ach du Scheiße. Also Autofahren kannst du in deinem Zustand nicht mehr. Nee, das stimmt. Hilfe. Wenn man in echt so fahren würde. Uiuiui, aber die Autos sind cool, das stimmt. Wie viele Zuschauer hattest du um 5? Um 5 habe ich noch Resident Evil. Ne? Also wie gesagt, der Schluss von Resident Evil war noch um die 30 bis 33 Zuschauer. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich halt. Ich hatte mich auch. Wir hatten uns auch ganz nett unterhalten mit einem Pärchen, was aus Washington zugesehen hat. Wo die nette Dame war Deutsche. War doch richtig, ne? Ich glaube, sie war deutsch. Sie lebte aber mit ihrem Lebensgefährten in Washington. Also, er war Amerikaner. Beide kamen aus den Staaten. Da haben wir uns ganz nett unterhalten, so ein bisschen. Haben so ein bisschen. Ja, ein bisschen drüber gequatscht und so, was es da für Essen gibt und wieso da die Spritpreise sind und sowas alles. Und wie gesagt, so um die 33 Zuschauer waren das. Und dann habe ich den Stream, habe dann gesagt, ich switch jetzt nach GTA. Und ja, entweder sind da viele eingeschlafen, haben den Stream laufen lassen, haben es nicht mitbekommen. Und weil nämlich bei GTA am Anfang waren es nämlich dann erstmal nur 5. Ja, 5 bis 6. Und dann jetzt so, ja, jetzt ist endlich mal wieder, jetzt ist so der Höhepunkt wieder angelangt. Jetzt kommen die ganzen, ja, Leute, die sind gerade dabei aufzustehen. Man merkt, der Stream wird voll. 20 Leute schon dabei. So. Und ihr seht immer noch richtig, ja, ich spiele immer noch. Es ist, ich habe nicht geschlafen, Konsumer ganz bestätigen. So, guten Morgen, Lexchen, habt ihr durchgemacht? Fragt Anakin gerade. Nee, ich glaube, die beiden sind, glaube ich, auch so gegen 3, 4 Uhr, weil ich habe gesagt, ich hatte nämlich, bevor viele, hatte ich gerade schon gesagt, bevor viele die Frage stellen, ob ich ans Aufgeben gedacht hatte oder ich irgendwie gedacht hatte, nee, ich mach's nicht mehr, ich sag jetzt, ist Feierabend. Den Punkt gab es, den gab es nämlich zwischen 3 und 4 Uhr, gab es diesen Punkt. Aber hab mich dann doch nochmal aufgerappelt. Ja. Ja, es werden immer wieder mehr Zuschauer. Ich sag ja, das sind halt die Leutchen, die gestern schon dabei gewesen sind, bis irgendwie 1, 2 Uhr und die jetzt wieder eintrudeln, die ausgeschlafen haben. Sollen wir nochmal einen Schluck trinken? Prost. Hey, das gibt ordentlich Kohle. Machen wir erstmal direkt weiter. Was? Annektiert? Annektiert und alle anderen. Was haben wir denn hier? Nimm ein Taxi da. Machen wir das mal. Gucken, was das ist. Ah, ne, das Capture, ne? Ah, egal. Machen wir das mal.
Ähnlich, aber guten Morgen, Konsumer. Hey, Konsumer, du hältst aber durch, habe ich gesehen, ja. Ja, der schließt sich gerade den 24-Stunden-Stream so ein bisschen an hier. Das ist ja auch seit Anfang an jetzt dabei. Er hat aber auch mit der Müdigkeit zu kämpfen, ne? Ja, das haben wir hier. Spaß haben wir jede Menge. So, Team 1. District, genau. Achso, ich habe ja keinen. Ich muss ja mal. Oh, ich muss endlich mal die Einladung annehmen. So, bereit zum Spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier machen müssen. Wir probieren das einfach mal. Und hol's mich einmal, geht ja. Flexi, darf ich ein bisschen bei euch mitzocken? Ja, klar, warum nicht? Können wir gleich hier dich einladen in die nächste Lobby, Spiellobby. Lass uns erst einmal diese Mission beenden. Die mitspielen möchten. Stehl ein Taxi? Oh Gott, wo soll ich denn jetzt ein Taxi herkriegen? Kann ich nicht einfach ein Taxi anrufen? Natürlich, ich rufe einfach ein Taxi an, fertig. No cabs are currently available in your area. Wie, derzeit keine. Was, Taxi verfügbar? Warum das denn? Und warum spricht das Telefon nicht mehr mit mir? Ach, da hinten stehen die Taxis. Ah, verstehe. Lasst ihn euch schmecken. Was schmecken? Was schmecken? Was? Ja. Ich glaube, da liegt eine Schrotflinte auf der Strecke, auf der Fahrbahn, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, geh mal aus dem Weg. Wo ist denn die Flinte hier? Ach, die ist unten, ne? Scheiße, fuck. Ja. So, Taxi mitnehmen. Der Sonnenmann muss gewinnen! Was hast du? Was hast du? Deine Unterhose zerruppt? Konsum hat seine Unterhose zerruppt. Ich glaube, ich werde den gleich mal in die Party dazuschalten. Das ist faszinierend, was er gerade erzählt ist. Soll ich die Party vielleicht dazuschalten? Möchtest du den Zuschauern das vielleicht selber sagen? Ja, ich mache das mal eben. Kleinen Moment. Muss mal eben kurz. Uah. Ja, mehr als peinlich ist es schon. Das ist jetzt schon raus. So, Party, ja, möchte ich machen. So, jetzt muss Konsumer das halt in der Party selber noch umstellen und dann könnte ihn dann gleich auch hören. Ich liebe meine Herzklappe, wollte ich gerade sagen, meine Meine Herzklappe. Guten Morgen, hallo Shelly. Jetzt, ich Herzklappe. sag ja, jetzt trudeln so langsam alle die ein, die ausgeschlafen haben. Jetzt Ja, kommen sie alle rein, jetzt wo kommen ich sie erzähle, alle. dass ich meine Unterhose zerruppt habe. Konsumer hat gerade seine Unterhose zerruppt, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, keine Ahnung. Du hast doch wohl die Unterhose Ja, ausgehabt auf der Toilette, oder? das rechte, das. Ja, war beim Runtergehen. Habe ich das rechte Hosebein, habe ich nein gedrückt und gemerkt, wo das Loch drin. Okay. Also das habe ich schon noch nicht hingekriegt. Ich habe mich beeilt, das war etwas zu viel Beeilung. So, So, steht der wo muss Taxi. ich denn hin? Ich Im muss hier Wohnhaus? Taxi. Ich muss Taxis klauen. Ja, wir sind Ach bei. Ihr so. habt nichts verpasst, wie gesagt, die jetzt gerade einschalten und sich wundern, wie GTA Muss Online. ich dich Ja, töten? wir haben nach 10 Stunden Resident Evil endlich durch. 10 Stunden haben wir gebraucht und ich spiele jetzt 2,5 Stunden GTA Online. Seitdem ist nichts anderes passiert. Ja, wir sind doch ein bisschen rumgefahren, erstmal am Anfang und dann haben wir Blödeleien gemacht und alles. Ne? Und jetzt, wie gesagt, machen wir ein paar Missionen. Es wird auch noch was anderes kommen. Outlast wird definitiv noch kommen. Alien Isolation möchte ich auch noch spielen. Ich glaube, du musst mich auf. Alter. Hallo! Der Sockenmann muss gewinnen! Wurde gerade. Alter, finde nicht schlecht. Ja. Scheiße. Ja, viele haben ja. Ich glaube doch bin fest davon überzeugt, dass viele, wie sie das gelesen haben, gedacht Jetzt haben, ist er ach, hier auch das wieder. packt er doch nie, das macht er doch nie im Leben.
Doch, ich mach's und außerdem hatte ich diesen Punkt gehabt, dass ich kurz davor war zu sagen, ach nee, komm, ich glaub, nee, ich bin so fertig. Das war zwischen 3 und 4 Uhr. Aber den Punkt habe ich überwunden und es geht weiter. Ins Gesicht! Genau. Wie gesagt, also hier Klangkasper, ne, du bekommst eine Einladung, sobald wir hier fertig sind mit dieser Mission. Ich weiß nicht, was musst du denn machen? Musst du mich aufhalten oder kannst du auch Taxis klauen oder wie läuft das? Nee, ich muss dich aufhalten. Ach so, okay. Jetzt schreiben mehr in den Chat. Vor 30 Minuten, ja genau, war keiner da. Das stimmt. Vor einer halben Stunde war es echt tot hier im Chat. Das, ja. Und man sieht, es wird immer mehr. Jetzt sind schon 30 Zuschauer gleich. Ich sag ja, die sind jetzt gerade alle am Aufstehen. Die machen sich jetzt gerade erstmal frischen Kaffee. Sitzen alle wahrscheinlich jetzt im Schlafanzug vor der Playstation. Mit Kaffee in der Hand. Der Frauenanteil steigt. Daher mehr Kommis, genau. Auf wen schießt du? So, geh mal weg. Ich glaube, ein Taxi. La, 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 la. So. Ja, ich feiere die Socke. Ja, genau, die Socke. Die Socke gewinnt. Juhu. Das ist mein Markenzeichen. Die Socke. So. Ich sitze nackt hier? Der Furchenlurch. Das ist auch ein netter Name. Hallöchen. Willkommen. Sehr schön, Lurch. Was, der lebt noch? Was, der lebt? Nein, scheiße. Ah. Auf Frauen, Mädchen. Ja, GTA. Nicht, dass du einen Schnupfen holst. Ja, genau. Was ist das denn für eine geile Karre? Bist du auch wieder da? Ja, ich bin wieder da, ja, ja. Muss ja nur das Taxi mir jetzt irgendwie schnappen, anderes wieder. Jawohl. Scheiße, fuck, Mann. So, wenn ich nicht so dermaßen erkältet wäre, wäre ich jetzt schon und würde Flexi umhauen. Ja, das stimmt. Wie geht's dir denn? Geht's dir schon vielleicht ein bisschen besser oder fühlt sich immer noch ganz mies oder? La 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 la. Das ist so fies. Oh, ja, mit der Waffe in der Hand, ne? Beschissen, oh, scheiße. Mann, das ist echt mies. Also noch schlechter wie gestern quasi. Das ist mies, das ist nicht schön. Ich drück dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du schnell wieder fit wirst. Das spawnt mich immer hier, ey. Das ist so beschissen. Sie spawnt da mich immer hier. Wow, ja. Ich muss die Taxis klauen. Juhu. Oh. Entschuldigung. Komm, steig ein. Gib Gas, du Lümmel. Du Lümmel. Genau, Silent soll dir einen Tee machen. Ein Tee machen. Alter, warum packen denn hier die Autos so eng? Das ist noch nicht schön. Der kommt doch wahrscheinlich gleich wieder hin. Das ist doch schon wieder. Er ist schon wieder unterwegs, der Lümmel. Was ich nicht ganz verstehe, ist komisch. Es zeigt an, dass hier eine Granate ist, aber hier sind doch keine Granaten. Oh, Lucy ist auch, Lucy ist auch krank. Auch gute Besserung meinerseits aus. Alle krank, mein Gott. Wie gut, dass ich noch nicht befallen bin. Wo bist du? Na, es ist auch gut, dass ich dich nicht sehe, weil besser ist. Bessere Chancen für mich.
Ach so, okay, Stefan schläft noch. Shelly hat bis 4, glaube ich, geguckt, okay? So, das, ich habe auch zwischen, ich glaube, nachher habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so großartig auf die Zuschauerliste geguckt, wer alles. Bist du noch da in der Lobby? Ja. Ja, gar nicht großartig geguckt, wer alles noch da war in der, im Stream. So. Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Karte. Hat das einen Grund? Eigentlich nicht. Eigentlich müsstest du mich sehen. Normalerweise müsstest du mich wirklich sehen. Keine Ahnung wieso. Okay. So, ich drück das Auto, geh das Auto. Fick ihn jetzt auf und sag, ich brauch Suppe. Suppe! Ich sehe dich nicht auf der Karte. Wo bist denn du? Ich bin hier. Wo hier? Brauchst du noch ein Auto oder bin ich gerade bescheuert? Also bist du nee, hier? Ah, jetzt sehe ich dich. Oh, scheiße, fuck. Ich brauche noch 3, oder? Ach nee, 1. Okay. Stimmt. Yay, gewonnen! Oh. Ich habe dich gerade auf der Karte gesehen. Ach shit, das wage ich nicht. Ja, ich habe dich gerade erst wieder gesehen. Irgendwie bist du da aufgetaucht. So, jetzt lade ich nochmal eben den Klangkasper ein. Mhm. Wer sonst noch GTA mitspielen möchte, soll das bitte. Das, ja, das ist übrigens eher ohne Socke. Ja, das ist Ronald McDonald, das ist. So, dann lass ihn lieber, genau. Ja, gefällt mir gut. Das mit dem Taxi ist ganz lustig. So. Wie spät, was sagt die Uhr? Hey, 8:45 gleich. So, machen wir da unten das Rennen? Würde ich sagen. Ja, ich will auch Suppe. Erstmal einen Kaffee machen. Das mache ich jetzt auch gleich. Und zwar würde ich sagen, mache ich das jetzt. Mache ich mir jetzt nochmal einen Kaffee? Ich glaube, ich mache mir jetzt ein Käffchen. Keine Suppe für dich. Nee, keine Suppe. Ich möchte keine Suppe. Ich habe jetzt mal das Rennen da ausgewählt. Unten rechts, dann lade ich jetzt noch eben Klangkasper ein. Mhm. Und würde sagen, dann schauen wir mal. Ich trinke meinen Uff, mache noch ein und bis dahin hat GTA Online geladen. Okay. So. Renntyp Standard. So. Einstellung bestätigen. Geschlossen. So, meine Freunde. Freunde in GTA. Ach Quatsch. Jetzt habe ich alle die GTA-Spiele eingeladen. Oh Gott, und da sind so viele. Anakin geht online? Moment, ich muss mal eben schauen. Habe ich das richtig verstanden? Von Freundesliste. Bitte? Ja. Die trinken noch eben ihren Kaffee aus und dann ist GTA geladen. Ich schau mal eben hier. Wo habe ich denn. Oh Gott, Klangkasper. Da ist Klangkasper. Ich habe ihn eingeladen. Steht zumindest da. Sag mal, übersteuere ich eigentlich stark oder geht's noch? Nee, eigentlich bis jetzt geht's eigentlich. Es ist ja immer, wenn du etwas lauter wirst, dann. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine Pause hier im Stream. Ich mache mir ein Brot, Daniel. Den hatte ich jetzt auch eingeladen, weil, wie gesagt, der hatte gerade die komplette Freundesliste eingeladen. Ja, machen eine kleine klitzekleine Pause. Ich muss nämlich auch nochmal kurz auf die Toilette und machen mir nochmal einen frischen Kaffee. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal schönen guten Morgen an die gerade eingeschaltet haben. Ja, ich streame immer noch. Und nein, ihr habt nichts verpasst. Es ist nur GTA. Wir haben nach 10 Stunden Resident Evil aufgehört. Oder beziehungsweise haben es durchgespielt und sind jetzt bei GTA Online angelangt. Und, hier muss die Socke. So, ja, genau. Ich frage mich gerade, wieso ich in den Chat schreibe, wenn man mich hört. Weiß ich nicht, warum du da reinschreibst, keine Ahnung. genau, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann sage ich mal, bis gleich.